Moin, moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Ah. Gut, ich muss mich nicht durch die ganzen Idioten hier durchprügeln. Und da unten ist plötzlich die Tür offen. Was ist da oben? Ihr habt die Treppe zugemacht? Das ist ja unfair. Ah, wobei, nee, da unten musste ich ja sowieso gar nicht mehr. Ich will jetzt erstmal wissen, ob es hier noch irgendwas gab. Kurz mal gucken, irgendwie Heilung. Ah, ich hab doch sie überhaupt sogar schon. Hm. Muss ich irgendwen heilen? Ach, das geht noch so. Das geht noch so. Hallo, Kyurem da unten. Was ist das hier? Okay. Ich kann hier scheinbar nichts machen. Na, dann gehen wir doch mal nach unten, wo letzte Mal noch der Wachmann stand, der gepennt hat. Wobei, sehr effizient. Also im Pokémon-Spiel gibt es nichts Effizienteres als einen Typen, der vor einer Tür steht und pennt. Denn den können wir nicht durch einen Pokémon-Kampf dazu bringen, dass er aus dem Weg geht. Und wir können ihn ja auch nicht aufwecken. Huch. Begrüßungskomitee. Na, kommt her. Plasma. Was ich nie ganz verstanden habe, ist dieses Plasma-Symbol. Gut, das P verstehe ich ja. Was soll dieses Z dadurch? Das muss man mir noch erklären. Und ich sehe ja schon, worauf das hinausläuft. Nehmen wir Aerofuß. Hat Schwebe. Und ich glaube, ein Erdbeben könnte für beide von denen ausreichen. Es sollte auf jeden Fall für Mack ausreichen. Es reicht für beide aus. Sehr schön. So, da das erledigt wäre, dürften wir weitergehen? Scheinbar nicht. Tatsache, dass ich die Überreste aktivieren, heißt für mich, da kommt noch was. Jupp. Ein Lombrero. Ach komm, scheiß drauf. Doppel-Erdbeben. Geo hält das locker aus. Ja, nicht sehr effektiv, das ist mir doch völlig egal. Hauptsache, ihr kriegt auf die Schnauze. Denn das verhindert, dass ich auf die Schnauze kriege. Was definitiv der Fall gewesen wäre bei zwei Pflanzen-Pokémon und einem Wasserboden-Pokémon auf unserer Seite. Hm. Noch mehr. Ehrlich jetzt. Kommt. Es reicht doch. Golbert. Verdammt. Verdammt, die Strategie mit dem Erdbeben ist im Arsch. Ja, dann gibt's halt Stärke. Und Drachenklaue. Sollte auch ausreichen. Zumindest unter der Voraussetzung, dass Don Gero jetzt nicht drauf... Ach, verdammt, das reicht nicht. Wow. Er guckt mich böse an. Wir können nicht fliehen. Sicher, ich wollte unbedingt fliehen vor einem Gegner, den ich sehr effektiv treffe und der mir nicht so viel kann. Hm, ergibt Sinn. Hm, ich überlege gerade, heile ich Don Gero jetzt noch oder nicht? Er wird jetzt sowieso wieder eine Weile nicht kämpfen. Aber ich heile ihn mal. Und du wieder eine Drachenklaue. Dann muss ich es nicht außerhalb des Kampfes machen. Wäre zwar auch egal, aber ist ja schon mal wieder voll. Und weg. Das war's jetzt aber bitte, ne? Das waren jetzt 6 Pokémon. Mehr könnt ihr nicht haben. Naja, in der Theorie könnte jeder von euch 6 haben, aber naja. Das hat keiner so programmiert. Wir nähern uns langsam dem Gesamtlevel 60. Das ist schön. Das muss aber langsam sein. Du bist wieder der Ex-Plasma. Na. Scheinbar bist du der Ex-Plasma. Okay. Hm? Hier brauche ich keinen Schutz. Da oben müssen wir lang.
Wir brauchen eine Schlüsselkarte und ein Passwort. Ich kann raten, welches Passwort es ist, da ich halt Weiß 2 gespielt habe. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das hier völlig egal wäre. Weil, es kann natürlich sein, dass das so gesetzt wurde, dass man das Passwort gar nicht eingeben kann, solange man es nicht erfahren hat. Das wäre zumindest schlau programmiert. Aber weiß ich jetzt nicht, ob die das gemacht haben, aber so oder so, wir brauchen erstmal die Schlüsselkarte. In Weiß 2 war das Passwort Sekrom. Was mich jetzt zu der Annahme führt, dass es hier entweder auch Sekrom ist, oder, was ich eher glaube, Reshiram. Weil halt genau das andere Pokémon vom Cover. Werden wir ja sehen, ob das so ist. Also eins von beiden wird es recht sicher sein. Toxicroak. Das wirst du nicht aushalten, mein Freund. Giftkampf, da ist Psycho irgendwie so ein bisschen effektiv. Und da ist noch ein Persian. Eine Perserkatze. Geht so. Ich bin jetzt nicht so mit der Katzenfan. Passwort ist ein... Ist eine Zahlenkombination? Okay, das schreibe ich mir lieber mal auf. Oh, scheinbar hat da jemand das Passwort geändert, als er das Spiel umprogrammiert hat. Gar nicht mal so blöd. Nein, wirklich, das ist gar nicht mal so blöd. Aber das bedeutet für mich eine Menge Arbeit. Da ich auch nicht weiß, wie viele Zeichen das Passwort hat. Schaffst du das? Vermutlich nicht. Nein, definitiv nicht. Dann holen wir unseren guten Blaze, denn der sollte da sehr schnell mit fertig werden. Aber eine Zahlenkombination. Gut, in der Theorie sind eine Zahlenkombination ja schon bessere Passwörter als einfach nur Worte. Also einfach nur wie so ein Passwort, dann lieber eine Passzahlenkombination, weil ein Wort, ja, gut. Wenn man natürlich so eine Zahlenkombination nimmt, wie es ein Geburtsdatum ist, auch wieder so eine Sache, aber. Trotzdem, die Zahlenkombination ist meiner Meinung nach schwieriger herauszufinden. Hast du auch noch einen Tipp? Hast du nicht. Oh ja, an diese Stelle habe ich mich erinnert. Zink. Ist das hier eine Treppe, wo ich nach oben... Nee. Das war einfach. Oh. Das war irgendwie zu einfach. Ich glaube, ich bin falsch. Könntet ihr mir übrigens alle mal irgendwie so einen Tipp geben, jetzt die Rüpel, die hier rumstehen, was das Passwort ist? Denn ich habe keine Lust zu raten. Also gut, irgendwer wird einem das Passwort schon verraten, aber... Trotzdem. Hat... In Weiß 2 war es, glaube ich, so, irgendwer sagte es, das Passwort ist ein Drache-Elektro-Pokémon. Wo es ja schon nur eins gibt, deshalb eigentlich war das recht offensichtlich, aber auch wenn man das jetzt nicht wusste, hat irgendjemand, glaube ich, gesagt, es fängt mit Z an und endet auf M. Oder irgendwie sowas. Und da man den Namen ja schon gehört hat, konnte man in der Theorie natürlich im Pokédex gucken, da steht dann ganz unten Sekrom mit Drache-Elektro. So war als einziges Elektro-Pokémon und naja, demnach hatte man eigentlich da schon das Passwort. Deshalb wäre meine Vermutung jetzt auch gewesen, dass Reshiram hier das Passwort wäre, aber scheinbar dachte man sich so, nö, das ist ja zu einfach.
Aber das Passwort ist sowieso ja nur eine Sache. Wir müssen ja erstmal diese verdammte Karte finden. Und da weiß ich auch nicht mehr, wo man die herkriegt. Ich erinnere mich noch an einen Raum, der war, glaube ich, eine Küche oder sowas. Da kriegen wir, glaube ich, das Passwort. Also hätten das Passwort hergekriegt. Du hilfst mir auch nicht weiter. Nein. Noch ein Top-Beleber. Finde ich gut, die kann ich für die Liga gewiss gebrauchen. Und ein Top-Elixier, das kann ich für die Liga auch gebrauchen. Oh, ein Doktor, das ist gut. Der Doktor, der da rumsteht, gefällt mir, denn der wird mein Team doch bestimmt heilen, wenn ich ihn besiege. Watchdog. Ich lese immer noch Watchdog. Oh, das übliche Prozedere. Laubklinge. Ich bleib auch bis heute noch dabei, dass mir die Laubklingen-Animation der dritten Gen besser gefiel. Oh. In der dritten Gen sah es wenigstens aus wie eine Laubklinge. Hier ist das jetzt so ein grünes Schwert. Was soll das? Hagel, okay. Was soll Fianonto eigentlich darstellen? Das frage ich mich immer wieder, wenn ich sehe. Eigentlich eine gute Frage. Victinis Ruf. Ich finde ihn immer wieder lustig. Reicht da? Es reicht natürlich nicht. Oh, das war, glaube ich, Lawine. Und Hagelschaden. Ja. Hagelschaden am Auto. Nicht nett. Wenn das Viech down ist, könnte es sogar für ein Level-Up reichen. Dann ist Blaze auch schon Level 60. Wäre doch nicht schlecht. Trotzdem müssen wir dringend mal wieder unser Team heilen. Und deshalb stand vermutlich auch der Arzt da unten. Neben uns. Gerade. Oder so. Und ja, Level 60. Die Frage ist nur, will der jetzt auch noch kämpfen? Hey du, willst du kämpfen? Ja, du willst kämpfen. Trotzdem heilst du uns danach, oder? Ich würde es hoffen. Wäre jetzt so voll nicht so nett, wenn er das nicht... er hat nur eins. Oh Gott! Jedes Mal, wenn ich ein Haltera sehe, ist bei mir so... Ja, das kann man genauso beschreiben. Guckt euch das an! Och, nee, komm. Da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Wehe, du hast auch noch Reflektor. Nein, du hast Gravity. Warum? Hast du Erdbeben oder sowas? Ja. So sehe ich das gerne. Okay. Haltera weg. Das ist gut, auf jeden Fall. So, jetzt heil mich und dann möchte ich dich eigentlich nie wieder sehen. Ah. Hast du noch was zu sagen? Nein. Okay. Das bringt mir nichts, darüber zu laufen. Das eigentlich auch nicht. Dann versuchen wir es doch mal so rum. Naja, weil... mich gebracht hat uns das jetzt auch nichts, oder? Nope. Irgendwie nicht. Hier waren wir schon. Hm. Dieses Rätsel verwirrt mich ein wenig, aber gut. Wir sind zumindest unten. Das ist ja ein Anfang. Wer baut so eine Scheiße überhaupt? Besser gesagt, warum baut man sowas? Naja.
Durant? Komischer Name für das kleine Viech. Blaze, das klingt wieder nach einem Job für dich. Oder sieht eher aus wie ein Job für dich. Schaufler? Ich bin ja versucht, schon wieder zu wechseln, aber ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass Blaze einem Schaufler standhält. Ja, aber locker flockig. Okay, Blaze, du hältst deutlich mehr aus, als ich dachte. Das unterschätze ich gerne mal. Okay. Three of the four digits are the same number? Okay, es sind vier Stück. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und drei davon sind die gleiche. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur noch eine Zahl erfahren. Hätte ich gesagt. Irgendwer sagt uns jetzt noch eine Ziffer. Die anderen beiden, gut, könnte man 50-50 auch raten von mir aus, aber wenn jetzt nur irgendwas kommt, was keine 2 ist, dann. Aber nee, dann wissen wir nicht, ob es jetzt die anderen beiden 2 oder die andere Zahl sind. Ist ja egal, wenn dreimal das gleiche ist, ist es relativ einfach. Trotzdem fehlt uns noch die Karte. Die wir aber irgendwo hier ja finden müssten dann. Und Pure Ugly, was ist das? Ach, das Viech. Pure Ugly! Schnurrgast. Hm. Ich weiß nicht, das Einzige, was ich mit Schnurrgast in Verbindung bringe, ist diese eine Olle von Team Galactic. Ich weiß nicht mehr, einer dieser drei Commander hatte das, ich weiß nicht mehr welcher. Guck mal, nicht mal das konnte ich mir merken. Ja, Schnurrgast ist nichts, was bei mir im Kopf irgendwie drin geblieben ist. Ach, danke, das war ja einfach. Ach so, und jetzt verstehe ich das Problem an dieser Sache. So ein Mist. Wir müssen uns also auch noch den ganzen Weg hier selbst zusammenbasteln. Nee, das war blöd. Das war erstaunlich blöd. Was? Moment mal, habe ich mich jetzt hier zugebaut? Naja, wenn die jetzt nicht resettet werden, wenn ich rausgehe, dann kann ich zumindest nichts mehr machen. Dann hätte ich das Spiel geglitscht. Oh, warte mal. Tun wir einfach mal so ganz blöd. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, ich will hoffen, dass das jetzt da unten wieder resettet wurde. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Okay, es sieht so aus. Hier war nichts, genau. Ach, jetzt sehe ich erst, dass hier auch Treppen sind. Ich bin auch blöd. Ey, du. Gib mir das Passwort. Oder ich mach dich fertig. Dann wird Luise dich mit ihrer Laubklinge aufschneiden. Hm. Kadabra. Oh, hau mal drauf. Mal gucken, was passiert. Ich überlege gerade, Kadabras Stern auf der Stirn. War das mal ein Pentagramm? Oder war das Simsela? Ich weiß nicht. Irgendwer ja, irgendein Pokémon und. Ich meine, es war Kadabra oder Simsela, hatte mal ein Pentagramm auf der Stirn. Gibst du mir vielleicht das Passwort? Enter whatever you like.
Okay, es ist eine 0 enthalten. Demnach kann ich das Passwort jetzt eigentlich raten. Mehr Informationen brauchen wir nicht. In der Theorie. Aber ich möchte ja schon noch irgendwie hier den Rest erkunden. Das Item da zum Beispiel hätte ich ganz gerne. Wenn ich dich aktiviere... Das müsste da nicht hinhauen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alles. Das nächste Mal gehen wir da runter, erkunden noch den letzten Teil. Also uns das Item und ich glaube, zwei Trainer sind noch da. Das reicht dann. Und dann kommen wir schon weiter. Sieht zumindest so aus. Bis dann. Ciao.